Abend. Wenn ich gewusst hätte, dass der WDR so am Licht spart wie heute, hätte ich was Helleres angezogen. Ja. Es ist auch kein westfälisches Chanson, sondern ein philosophisches. Lachen Sie nicht. Hören Sie? Zeit und Raum, meine Damen und Herren, zwei philosophische Fachtermini, die die großen Denker aller Epochen beschäftigt haben, so auch mich. Und ich habe ein Lied darüber gemacht, habe mir Gedanken gemacht, was ist spannender? Die Zeitgleichheit von Vorgängen bei getrennten Räumen oder die Raumgleichheit von Vorgängen bei zeitlicher Ungleichheit? Schwer zu sagen. Ne? Ich singe Ihnen erstmal den Refrain vor und dann sehen wir weiter. Ich bin hier, du bist da, ist das nicht wunderbar? Ist gut, ne? Und hätte liebe Gott, ach Schatz, nicht doch. Und hätte liebe Gott mich lieber anderswo, dann wär das sicher so. Sie sehen also bereits am Refrain, dass er eine realistische Einschätzung der Wirklichkeit mit einer tendenziell pessimistischen, ja fast fatalistischen Weltsicht verbindet. Ja, Sie haben gedacht, das ist so ein blödes Lied, ne? Und jetzt merken Sie erst, was da alles drin steckt. Und wenn Sie den mehr als kühnen Melodiebogen beobachtet haben, dann geben Sie mir sicher recht, wenn ich behaupte, das Lied schreit förmlich danach, gemeinsam aufgeführt zu werden. Ja, wir haben das bei der Probe schon mal gemacht, es gab ergreifende Szenen, wildfremde Menschen lagen sich weinend in den Armen. Ja, ja, viele mussten rausgetragen werden, hunderte von Feuerzeugen, die meisten haben sich verbrannt, es war wirklich schön. Und ich würde vorschlagen, wir teilen den Saal, hier wo die Treppe ist, das können Sie jetzt nicht sehen, wenn die Kamera auf mir ist, und diese Hälfte singt Ich bin hier. Und dann antwortet spontan diese Hälfte mit Du bist da. Und dann singen wir zusammen das Lied fertig. Ich meine, Sie haben eben schon so doll getanzt, da wird das mit dem Singen ja doch auch klappen. Ich gebe Ihnen mal Ihren Ton. Das ist ein D-Dur. Ja. Ja, lachen Sie nicht, versuchen Sie ihn lieber zu behalten. Ne? Und Sie hätten dann ein A, ja, wenn Sie mal lauschen wollen. A. Ja? Ich memoriere den Text nochmal für Sie. Ich bin hier, du bist da, ist das nicht wunderbar? Und hätte der liebe Gott mich lieber anderswo, da wäre das sicher so. Hm? Ein Pröbchen, Sie beginnen. Ober, drei, vier. Ja, ihr habt ja einen leichten Heimvorteil hier, ne? Weil, hast du schon mal gehört? Es war auch viel Text. Ich sage es Ihnen nochmal. Ne? Und hätte liebe Gott mich lieber anderswo, dann wäre das sicher so. Ja, Sie versuchen zu behalten und dann beim nächsten Mal. Und immer wenn ich wach werd und weiß nicht, wo ich bin, schaue ich kurz mal nach und leg mich wieder hin. Telefon, der Chef ist dran. Sie sind nicht im Büro. Ich sage, Chef, das geht auch nicht, die Sache ist ja so. Ich bin hier, du bist da, ist das nicht wunderbar? Und hätte der liebe Gott mich lieber anderswo, dann wär das sicher so. Ja, das ist Rock'n'Roll. Das muss Elvis gemeint haben. Immer wenn ich wach werd und trag noch meine Schuhe, krieg ich Lederallergie und brauche sehr viel Ruhe. Telefon, wo bleibst du denn? Wir heiraten um vier. Ich sage, heiraten ist gut, aber wer ist wir? Ich bin hier, du bist da, ist das nicht wunderbar? Und hätte der liebe Gott mich lieber anderswo, dann wär das sicher so. Letztens auf einer Party schlief ich auf dem Lokus ein. Es klopfte heftig an die Tür, einer war am Schrein. Komm sofort aus der Standuhr raus, die Party ist vorbei. Ich sah Standuhr, guter Witz, da schlug es auch schon drei. Ich bin hier, du bist da, ist das nicht
Und hätte der liebe Gott mich lieber anderswo, dann wär das sicher so. Dann wär das sicher so. Vielen Dank.